Hallo Freunde, FreeClear von MagicBlocks.de. Ich bin zurück aus Amsterdam, MagicCon Amsterdam, und ich zeige euch das Deck, das ich beim Legacy Cup gespielt habe. Ich bin, glaube ich, 18er geworden, 5 zu 2. Das Deck ist eins der, ja, der Decks, beziehungsweise das Deck, das wahrscheinlich gebannt wird, und zwar dieser Kollege hier. Grief ist einfach, ja, ein Stück drüber in der Zwischenzeit, muss man gestehen. Wir spielen es, solange es noch legal ist. Das ist die Liste, die ich gespielt habe in Amsterdam. Was mir aufgefallen ist, dass ich relativ oft Mulligan nehmen musste, eigentlich immer, weil ich doch relativ wenig Länder spiele. Das war so ein Last Cut. Nochmal Ponder reinbasteln und Länder erniedrigen. Ich glaube, man will ein Land mehr, und ich glaube auch, man will noch einen Brazen Borrower-Effekt mehr. Und deswegen testen wir diese Version hier, und zwar will ich mal ein One-Off-Sync into Stupor testen. Einfach weil es ein Land ist und gleichzeitig eben Bounce oder ein Remand, was auch immer. Ich habe dafür einen Daze gecuttet. Daze sind super gut gerade, aber ich. Das ist, wenn man das, die Deckliste anschaut, der einfachste Cut. Man könnte den Frosch cutten, aber die finde ich auch extrem stark. Sideboard habe ich mal gleich gelassen. Da waren vor allem die Doughties super stark da drin. Und die Powdered Keg. Vielleicht will man Keg mehr. Hier mit den Harbingern weiß ich auch noch nicht, was man mit denen anfangen sollte. Trotz allem war die Liste relativ smooth. Und ich würde einfach in die Liga springen. Und dann sehen wir, wie es funktioniert. Bis gleich. Runde 1 in unserer Legacy League. Wir spielen Dimir Rescaminator. Und wir haben leider den Archon auf der Hand. Aber wir haben Ponder, wir sollen on the play. Ponder in Daze, wir haben einen Entomb, wir haben auch einen Troll. Ich glaube, ich keep das, obwohl der Archon, ja, noch relativ tot ist. Aber wir können Frösche finden, Brainstorms. Opponent hat nicht gemanigant. Das sieht doch schon mal ganz brauchbar aus. Ich denke, wir nehmen da den Brainstorm. Legen das Ponder oben hin. Okay, Ancient Tomb Deck. Ja, schau dir mein Ponder ruhig an. Waxing Baube. Ja gut, dann ist es wie es ist. Waxing Baube ist auch so ein Problem, da muss man ehrlich sein. Ich glaube, ich spiele einfach eine Underground Sea und sage Go. Ich kann so Hardcast Days offen haben, falls ich das brauche. Das sieht doch schon mal nach einem schönen Target aus. Okay. Dann Brainstorm. Grief. Also die Force kann auf jeden Fall weg. Und der Archon kann weg. Die Grief können wir nächste Runde vielleicht hardcasten. Okay. Zwei Reanimates. Dann nehmen wir eins auf die Hand und dann warten wir in Tumpen und hoffen, dass es reicht. Wahrscheinlich sogar für den Archon. Nochmal eine Baubel, okay. Ja. Das Suche nach einem Land, sehr schön. Dann enttumpen wir.
Days ist mal wieder ein sehr guter Draw. Noch können wir es hardcasten. Transmute Amulet, Artifact, okay. Gibt ja vier verschiedene Listen, glaube ich, in der Zwischenzeit um die Shell rum. Defense Grid. Interessiert uns das? Ich meine, ich kann mit meinem Daze dann sonst eh nichts machen. So kann die Vexing Bauble nicht gesackt werden. Und so ist Opponent dead on board. Kann man machen. Gut, okay. 1-0. Wir wollen auf jeden Fall Powder Keg. Vielleicht sogar die Harbinger. Generell ist es so, dass ich nach dem Boarden eigentlich versuche, den Reanimate-Plan so ein bisschen zurückzuschrumpfen. Und dann wollen wir forcen. Können so ein bisschen fairer spielen. Wahrscheinlich brauchen wir auch nicht alle Greaves. Test es mal so. Ich habe Removal-technisch mache ich jetzt mal nichts. Bevor ich sehe, ob die Liste diesen Automaton spielt oder nicht. Jo. Das kann man halten, denke ich. Hat zwar jetzt keine Antworten auf irgendwas, aber hat einen Droll Turn 2. Okay. Ist nämlich mal eine gute Starthand. Turn 1 Ring. Okay, fair. Sollen auf jeden Fall Bowmaster. Reinboarden. Die habe ich vergessen. Die habe ich auch im Sideboard. Bin gespannt, was Opponent macht. Also noch einen zweiten Opal auf der Hand. Ist das, was passiert? Ja, okay. Ja, okay. So, der ist eher nicht so der Knaller. Defense Grid. Ich cycle mal. Jo, Echo. Kann auch gleich gespielt werden. Okay, die Hand ist echt kein Highlight. Ja, Turn 1 Ring, einfach gut, gell? Jo, passt. Passt, 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 passt. Nochmal, nochmal.
Ich hole mal Bowmaster noch rein. Jetzt bin ich on the play, jetzt ist der Opo besser. Ich weiß immer noch nicht, was ich von den Harbringern halten soll. Die sind halt schon echt langsam. Der Opo eigentlich auch, weil ich kein Dark Ritual habe. Wenn ich eine schwarze Karte nachziehe, habe ich Grief in Reanimate. Ich habe ein Wasteland. Ich hätte auch eine Force oder ein Bounce. Ich meine, die Hand ist kein Highlight, aber wahrscheinlich kann man die schon halten. Okay, schauen wir mal. Animate Dead. Ich glaube, das lasse ich oben. Das kann ich. Kann ich Reanimate oder Animate Dead auf Grief pitchen. Wahrscheinlich will man sogar das Animate Dead pitchen. Wasten. Zwei Karten eben bei nach dem Mulligan. Okay. Okay, LED und sonst nichts. Und ein Redraw. Ich hole, glaube ich, die Grief trotzdem zurück, auch wenn sie, wenn der Trigger nichts mehr macht, aber ich habe dann, ich habe dann einen Beater auf dem Board. Okay, Moxopal war einer der Draws. Heißt, der Mana scheitert es nicht. Das heißt, wir könnten eigentlich auch unser Wasteland in, im Spiel lassen. Wobei 2, 3, 4, 5, 6 wäre einmal. Ja, dann hätte Opponent auch nichts mehr. Wäre einmal Echo Hardcast. Ja, okay. Die wird wahrscheinlich eh gecrackt werden. Die wird nicht gecrackt werden. Spannend. Dann spielen wir mal einen Void Walker. Wahrscheinlich geht jetzt genau die Baube. Okay. Jetzt haben wir eine Force wieder offen und doch eine relativ schnelle Glocke auf dem Board. Wir haben immer noch keinen Frosch gesehen. Okay, Gamble, ja, Gamble. Nochmal ein Ancient Tomb, das war wahrscheinlich nicht das, wonach gegambelt wurde, wenn ich mal raten dürfte. Roll. Okay.
Ich habe leider meinen Sewers schon gelegt. Aber dann cyclen wir ihn so. Wir haben sowieso nichts zu tun mit unserem Mana. Surgical of Reanimate. Ja, viel Spaß dabei. Stand jetzt ist Opponent dead on board, also. Und hat auch die Force gesehen, also. Ich bin ganz guter Dinge. Jo. Ich glaube, da wird. Ich meine, was könnt noch haben? Irgendwie ein Removal und einen nochmal eine Waxing Bauble, die man zuerst spielt. Ich weiß nicht, ein LED. Ich weiß immer noch nicht, wozu was gegambelt worden ist, um ehrlich zu sein. Vielleicht hat man wirklich für das Engine Tomb gegambelt. Und wenn man das Echo in der Hand hat. Ja, gut. Okay, GG. Das war's mit Runde 1. Runde 2 in unserer Legacy League mit Demir Scaminator, Rescaminator. Ich weiß auch nicht. Ponder, Turn 1 Ponder mit Daze Backup fühlt sich einfach immer keepbar an. Bisschen viele Länder. Aber, ja, come on, Ponder. Muss ja nur ein Reanimate finden, dann haben wir doch alles. Oder ein Animate Dead. Das nehmen wir doch. Ich glaube, ich mache es auch gleich. Schauen wir mal, was Opponent so spielt. Aha, Rescaminator. Verstehe. Okay. Force Day, Smirktide, Ponder. Ich meine, der Frog ist das, was mir am meisten Angst macht. Wenn der Opponent jetzt Turn 1 pondert und Daze offen hat. Ich ziehe ein Animate Dead, ich kann wasten. Dann nächste Runde kann der Opponent hoffentlich mal vielleicht noch mal ein Land legen. Ich habe halt auch kein Out von den Frog. Nehme ich dann die Force und kämpfe über den Frog. Ich habe den Bounce noch oben, den kann ich oben lassen. Ich glaube, ich nehme mal die Force. Ich kann auch gleich versuchen zu griefen. Wenn Opponent was spielt, wenn Opponent nichts spielt, soll es auch recht sein. Delveur. Okay. Wir sind die mir Delver.
Okay, das Stace verhindert, dass wir das viel passiert. Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich den Merkteig oder den Frosch nehme. Ist beides nervig. Aber ich glaube, ich nehme den Frosch. Ich habe leider gefetcht. Ich hätte es vielleicht mit dem Wasteland machen sollen. Ich habe gedacht, ich brauche den Bounce nicht mehr, so wie ich es jetzt gespielt habe, aber der Bounce wäre jetzt echt insane oder war wahrscheinlich Land oben. Das ist noch bescheidener für mich. Ja, das war wahrscheinlich falsch gespielt. Einfach der Fetch war einfach falsch. Okay. Frosch von oben wäre insane. Kree von oben hingegen ist jetzt eher so mittel. Das heißt, wenn der Opponent ein Land gefunden hat, liegt jetzt dann gleich ein Murktide und den schlagen wir ohne unsere drei Bounces erstmal nicht. Okay. Trotz Brainstorm. Kein Flip. Okay. Merkwürdig. Ah ne, es war ein Ponder, war kein Brainstorm. Dann war das Ponder geschaffelt, ja. Okay, verstehe. Auf Landsuche. Und dann ist wieder eine Kreatur gezogen worden, weil sonst hätte man dann das Land gelegt und Murktide gespielt. Okay, Brainstorm nehme ich. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, die Grief kann weg. Will ich das Wasteland behalten oder nochmal Brainstorm? Opponent wird jetzt wahrscheinlich enttappen. Murktide spielen. Mein Play wäre jetzt Frog und hoffen, dass kein Daze kommt. Und was hätte ich dann lieber noch auf der Hand? Ein Brainstorm oder ein Wasteland? Das findet halt keine Basic Swarm. Das heißt, das Wasteland findet wahrscheinlich was. Aber wahrscheinlich ist der Brainstorm schon gescheiter. Ich mache es jetzt auch alles Pre-Combat, damit ich ein bisschen mehr Info habe, bevor ich angreife. Sehr schön. Ja, wahrscheinlich wäre das Wasteland doch besser gewesen. Das hätten wir einfach legen können als Daze-Schutz, aber wenn der Pony jetzt schon kein Daze hat, dann wird auch gleich kein Daze da sein, wahrscheinlich. Oder relativ unwahrscheinlich, eher eine Force nochmal. Okay, und Daze revealed. Buh! So lange drüber nachgedacht und dann doch das falsche Play gemacht. Ich meine, ich kann den Delver blocken, wenn ich lustig bin. Okay. Lucky me. Wahrscheinlich wäre es sogar am besten von dem Opponent, wenn er jetzt hier dazed. Und ich biete mit dem Frosch keinen Trade an.
Volcano, eine Volcanic. Von 0 Ländern auf 2. Bolt wird gerade meinen Frosch töten. Dragon Race Channeler, okay. Fair. Und der Trigger natürlich, dass er auch gleich fliegt. Guter Draw. Das heißt, auch nächste Runde kommt der Murktide wieder. Dann wäre es jetzt langsam an der Zeit. Opponent hat immer noch einen Daze auf der Hand. Okay. Fröschchen. Wenn ich den Murktide einfach griefen. Und dann Doppelfrosch nachziehen. Ich meine, die zwei Flieger machen echt auch Action in der Luft, aber... Brazen Borrow, okay. Borrow Days Days. Der Borrow, der macht mein Play jetzt natürlich ein bisschen oder deutlich schlechter, weil ich meinen Frosch nie dauerhaft jetzt pumpen kann. Genau, wird wahrscheinlich einfach reinrömern. Hat jetzt Borrow offen. Könnte entweder einfach Brazen Borrow spielen oder bounced hier nochmal. Nimm 2. Spiel nochmal einen Frosch. Ja, das ist zu eng. Ich muss dann tatsächlich mit dem einen Frosch into Frosch discarden. Weil ich kann hier eigentlich nicht nochmal 6 nehmen. Ich habe noch einen Frosch oben. Aber ich greife dann nicht an. Ja, ich glaube, das gewinnt Opponent. Könnt jetzt auch doppelt dazen. Ja. Jo. Jo, das war's. Okay, Sideboard. Sideboard gegen Delveur. Man nimmt eigentlich ja immer die Forcen raus. Removal kommt rein. Bowmaster kommt rein. Kann sich überlegen, Keck zu spielen. Ich finde aber die Voidwalker gut. Dann wie immer. Teil vom Reanimator-Plan kommt raus. Man kann auch Keck spielen. Wobei ich eher glaube, dass mein Removal das trifft. Ich versuch's mal so.
meine, ich habe eine Grief, ich habe einen Bowmaster vor allem und einen Push. Ich glaube, ich keep das mal. Start mit einem UC, vielleicht startet Opponent direkt mit einem Wasteland, dann könnte ich nämlich cyclen und Zeit gewinnen, bis ich was mit meiner Grief anfangen kann. Die Griefs in dem Matchup sowieso nicht so der Burner, weil einfach jeder One-Drop im Delver-Deck dasselbe macht. Jo, das haben wir kommen sehen. Ich glaube, ich hole mir sogar mein Surveilland. Okay, nochmal ein Push. Basic Swamp. Können wir auch oben lassen. Können wir oben lassen, der schadet nicht. Den will ich zumindest im Spiel haben und nicht im Friedhof. Jo. Das heißt, wir wasten und dann pushen wir den Delver. Wenn das geforst wird, dann hätten wir nächste Runde nochmal einen Push, ansonsten hätten wir auch griefen können. Flooded Strand. Ich glaube, ich versuche mal den Bowmaster zu landen und nicht den Frosch. Man hätte ja auch griefen können, das habe ich mir kurz überlegt, aber wenn dann einfach, keine Ahnung, zwei Red Elemental Blast ist, dann hat man sich, ja, hat man das Spiel quasi weggeworfen. Okay, Opponent scheint wohl keine Länder zu haben, deswegen jetzt erst der Fetch. Vielleicht kriegen wir einen Brainstorm rein. Einen Brainstorm gebowmastert. Das wäre ja ganz nett. Landdrop war schon. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Und wird wahrscheinlich keine Boardwipes spielen. Ich weiß nicht, wenn Stelvers das letzte Mal. Kriegst du Stelvers das letzte Mal irgendwas in der Richtung gespielt hat? Kommt jetzt wahrscheinlich Pyroblast oder sowas. Jo. Fair. Den haben wir vorher schon erwartet. Könnte jetzt Removal kommen auf mein Baumaster, dann wäre es halt so. Ja, Heat, okay. Ich glaube,
Ich werde weiterhin nicht um Days rumspielen. Ja, okay. Also hat der Brainstorm dann einen Days gefunden. Ist aber auch nicht so schlimm. Gibt uns vielleicht noch mal einen Turn. Merkt halt, wäre es natürlich wie immer ein bisschen mies. Bisschen sehr mies. Okay, Wasteland. Das heißt, ist noch ein Volcanic auf der Hand. Ohne schwarzes Mana können wir mal versuchen, Brainstorm Main Phase zu spielen. Okay. Ach und weg. Wird gern trollen. Nochmal cyclen. Habe ich noch ein Land? 1, 2, 3, ich spiele 4. Den Push hätte ich gern behalten, wobei das Ponder nochmal einen Push finden könnte. Ich pack mal den Push weg. Wir cyclen. Okay. All the Pyroblasts in hand. Dann wird es schwierig mit den Fröschen. Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr Reanimator sein wieder. Weil ich habe bis jetzt keinen Graveyard Take gesehen. Das sind alles gute Karten. Okay. Ich glaube, ich nehme beide Reanimation Spells. Und ich hole mir eine Grief wieder. Animate Dead auf den Troll finde ich schöner. Das kostet nicht so viel Leben gegen Delver. Opponent ist auch schon auf 8 und hat nicht so unendlich viele Handkarten, wenn das Play war, den Brazen Borrow zu spielen. Okay, zwei Länder nur. Wie ein Champion, Sponder von oben. geil. Hilft mir das Animate Dead oben jetzt noch? Wenn ich Attack auf 5 runter und kann einen 5 Power Troll ins Board bringen. Das hört sich für mich schon nach dem richtigen Move an. Bin selber auf 13 Opponent, können vielleicht nochmal einen Delver spielen, einen DRC oder irgendwas. Merktide wäre ein Problem, glaube ich, ja. Okay, Brainstorm nachgezogen. Wir haben immer noch jetzt Merktide natürlich die Möglichkeit. Ein Opponent in Merktide spielt. Dann gehen wir auf 13. Und der Merktide kann auf jeden Fall 7 Power groß sein oder 8. 13, das sollte aber nicht reichen, außer es ist noch ein Bolt oben. Das heißt, 8 plus 6 sind 14. Ich glaube, ich bleibe bei meinem Play. Eine Random-Karte von oben wird wahrscheinlich nicht so gut sein. Da müssen wir eine Runde lang bitte keinen Bolt in mein Gesicht. Weil die Bolts, ich weiß eh nicht, wie viel Bolts Krixis spielt. Und das war schon jetzt ziemlich perfekt.
nachgecantrippt. Troll. Okay, Opponent. Mein Board, mein Play, go. Bring mich um oder bring mich nicht um. Eins von beidem, bitte. Zweiter Merktide killt mich nebenbei. Sind noch mal genau zwei Instant Sorceries drin, also ein zweiter Merktide wird mich killen. Okay. Schauen wir mal, was die Antwort ist. Ach, nichts. Okay. Okay, 1-1. Was habe ich gesagt, was wir noch wollen? Nichts mehr, glaube ich, gell? Bisschen mehr Reanimator-Plan, habe ich gesagt. Aber ich glaube, es passt so, wie wir es machen. Ich glaube, der Gameplan passt schon. Ich habe zwei Basics und ein Doughty. Doppel-Doughty. Ich mache Turn 1 nichts. Ich glaube, ich muss jetzt mal gehen. Das heißt, Turn 1 fetch ich auf eine Island. Damit kann ich den Doughty schon mal weglegen. Und dann ist der Plan, Reanimators zu sein. Vielleicht will man auch einfach into Reanimate und das. Schauen wir mal, was wir ziehen. Wir haben keine Forcen mehr im Deck, aber Opponent normalerweise auch nicht. Okay, wir ziehen nochmal ein Land. Das ist schon mal gegen Daze ganz gut. Das heißt, ich würde jetzt Basic Swamp, Entomb, Basic Island. Ich fetch auch jetzt schon. Ich weiß nicht, ob da sich irgendwo ein One-of-Stifle versteckt. Ich gebe jetzt mit dem Basic Swamp ein bisschen weg, was ich vorhaben könnte. Aber Opponent könnte auch denken, ich habe einen Fatal Push. Und vielleicht dann anders pondern. Weil es hier relativ egal ist, weil mit dem DRC auf dem Board will man immer Daze pondern. Oder ein Wasteland oder sowas in der Art. Okay, Frosch ist schon mal weg. Den könnten wir auch reanimaten, wenn unser Entomb gedazed wird. Hätte ich auch kein Problem damit. Okay, es ist nicht geshuffelt und Flooded Strand. Vielleicht waren wir auf der Suche nach einem Land. Soll mir recht sein. Daze würde ihnen jetzt 3 Power geben. Mit dem Land zusammen. Schauen wir mal. Brainstorm, Notfall Brainstorm. Okay, Days. Ja, passt.
Nope. Okay, dann schauen wir mal, was wir haben. Daze, Bolt, Pyroblast. Heißt unser Psychic Frog Blaze so ein bisschen ein Problem. Aber wir können den Bolt wegnehmen. Creef reanimaten. Und dann den Pyroblast nehmen. Beziehungsweise, ja, wahrscheinlich schon den Pyroblast. Und ich gebe meinem Opponent sogar ein Daze-Target mit dem Ponder, weil mir wäre es ganz recht, wenn das gedazed werden würde. Wenn nicht, dann suchen wir nach einem dritten Land und können dann trotzdem den Frosch spielen. Nochmal ein Reanimate. Und ein Animate Dead. Und der macht uns schon ganz schön Schaden hier. Aber ich versuch's mal. Ich habe noch mein Land in der Hand jetzt, theoretisch. Eins, das ziemlich weh tut. Wenn ich hier den Frog wegnehme, dann ist er auch nur noch 1-1. Ich gehe auf 8. Ich halte auch nochmal das Land auf der Hand, einfach damit ich ihn 4 Power machen kann. Fliegen kann er schon werden. Opponents Hand ist jetzt noch 2 Unbekannte, aber generell nicht so scary. Murktide wäre natürlich wie immer scary. Das heißt, es ist Daze, Wasteland, eine Unbekannte. Okay. Mit beidem an. Pondeur, okay. Ich glaube, das kann man auch halten, ja. Jo, dann ist es so. Okay. Ich meine, wenn der nicht blockt, dann macht das Sinn.
kommt jetzt noch ein Bold, um zu... Petty Theft. Okay. Guter Draw, Opponent. Guter Draw. Okay. Es geht nicht in den Friedhof. Auch spannend. Ich fand jetzt den Tumpen mit der Ace Mana ab. Opponent wird wahrscheinlich Murktide spielen, glaube ich. Okay. Wer hätte das kommen sehen? Ah ja, diese 2 Mana 7788 Flieger, die sind schon gut. Okay, Opponent hat noch eine Force. Spannend. Dann. Oh, mit einem Murktide. Den können wir uns auf jeden Fall auch reanimaten. Der jumpt zumindest einmal. Ja. Der Frosch müsste ja auch nur jumpen. Machen wir doch das so. Und der Opponent hat jetzt halt das eine Daisy in der Hand, von dem her. Brauchen trotzdem noch einen Draw. Irgendwas, das was macht. Weil wir können jetzt jumpen, nehmen nochmal 1, gehen noch 5, dann ist der Brazen Borrow offen. Das heißt, wir attacken wieder. Oh, Unholy Heat. Ja, guter Draw. Guter Draw. Jetzt wird's natürlich eng. Jetzt wird's eng. Ohne Surveilland oder so, schon ganz gut. Ganz, ganz gut. Irgendwie, Delver schafft es immer recht gut zu topdecken. Wollte genauso viele Länder spielen. Ich glaube, ich mache es sogar. Mache ich es jetzt. Gebe ich Opponent nochmal die Chance auf einen Draw. Ich glaube nicht. Bei der direkt wieder gespielt werden kann. Das heißt, so richtig vorwärts bringt es uns nicht, aber dann ist zumindest der Channeler wieder weit weg von aktiv. Murktides, die Brazenborough, die sie hier geparkt haben. Okay. 5-5. Reicht immer noch.
Und jetzt? Wenn ich kann vorspielen, fliegen geben und hier jumpen. Und dann? Ich kann mein Brazen Borrow nicht spielen wegen dem Daze. Okay. Opponent hat noch eine Force nachgezogen. Okay, GG. Willkommen zurück. Wir sind in Runde 2. Wir haben eine merkwürdige Hand. Wir haben einen Tomb. Nichts zum Reanimaten, aber wir haben zwei Frösche. Ich halt mal. Michael Levine. Spielt normalerweise auch so eine Art von Deck. Okay, Underground Mortuary. Das könnte Chainer-Combo sein. Jo, ich denke, wir enttumpen einfach mal random. Ist die Frage, ob wir vorspielen oder wasten. Schauen wir mal, was wir nachziehen. Ich glaube, ich spiele den Frosch. Einfach weil der Druck machen kann. Der braucht aber eine Runde, bis er angreifen kann. Und ich habe noch meinen Backup-Frosch. Ich habe einen Brainstorm, der was findet zur Not. Ich habe keine Informationen. Oh, Pochuka-Bock. Heute läuft's. Geil. Ja, okay. Und Needle. Gut. Wahrscheinlich den Frosch. Ja. Ich meine, wir haben das super auf der Hand, um das hier zu bouncen. Und das ist auch ganz cool. Schauen wir mal. Und noch mal einen Tomb. Ich glaube, ich spiele meinen Frosch. Ich waste. So erhöhe die Chancen, dass mein Daze was macht. Und die Frösche ziehen auch so Karten. Und irgendwann finde ich bestimmt auch wieder das dritte Land für das Sink, um den Needle zu bouncen. Falls ich die Frische groß machen muss. Ich kann auch einen Reanimate finden. Ich habe noch mal einen Tomb. Okay. Void Mage oder der, genau, Hex Mage. Sehr schön. Oh, Spirit Guide. Alter, was ist denn los? Ja, dann wäre mein Daze natürlich besser gewesen. Ich hätte einfach meinen Bounce offen gelassen. Jetzt muss ich halt einen Brazen Borrow nachlacken. Brazen Borrow. Okay. Gelingt. Brazen Borrow, come on. Nope. Nope. Okay. Ich habe mich zu sehr auf mein Daze verlassen. Ich glaube, wir wollen trotzdem Push. Wir wollen die Keks. Wir wollen auf jeden Fall den Archon.
Weiß nicht, wie gut die Griefs sind. Die Borrows sind insane. Nehmen wir eine Force noch weg. Ja, die Push sind deswegen, glaube ich, gut, weil da ja, die Chain of Smog Combo drin sein wird und ich diesen Dude irgendwie abstellen muss. Ich hatte mal noch einen Cantrip. Ich weiß nicht, das ist bestimmt nicht optimal geboardet, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit geben würde und ein bisschen mehr nachdenkt. Okay, wir haben unser einziges Entomb-Target auf der Hand, sehr gut. Ja, dann mulligan wir mal. Das ist leider auch nichts. Okay. Ich meine, das ist zumindest ein Troll, den wir reanimieren. Weiß nicht, wie gut das sein wird, aber naja. Schauen wir mal. Ich waste mal nicht. Einfach deswegen, weil der Borrow auch ganz cool ist zu casten. Und weil ich dann immer noch potenziell Reanimate offen habe. Die könnten auch, boarden auch manchmal Bosatius rein, aber das finde ich nicht so schlimm. Dann könnte ich noch eine Basic suchen. Aber genau, Saga ist ein viel schöneres Target für mein Wasteland. Weil jetzt natürlich Crop Rotation offen ist. Ja. Mein. War klar, dass das eine Möglichkeit ist, aber natürlich muss man auch nicht immer perfekt alles auf der Hand haben. Okay, aber ich hoffe, das heißt jetzt kein Token gleich. Ah, doch. Doppelmana ist da. Wobei es ist doppelgrün und kein doppelschwarz. Ich meine, wir haben zumindest einen Beater auf dem Board, der was macht. Okay. Land wäre echt cool gewesen in den letzten drei Zügen mal. Fair. Land. Ja, Token. Okay, das war gar nichts. Bis gleich.